Wir bewegen uns aber noch, oder? Ja, doch. Ja gut. Wir können nicht springen. Wir haben nicht mal Düsen. Wir können einfach nur fahren. Ich frage mich auch, ob man die Level oder offizielle Zeit fahren muss, weil wenn, dann hat der Typ verdammt viel Zeit gehabt. Ach, ich schaffe das Auto auf dieser geraden, unbebauten Straße kaputt zu machen. Gut. Wollte ich nur wissen, ob wir nach hinten überhaupt irgendwas sehen. Das ist eine wahnsinnig spannende Strecke. Das ist ein typisches Show-Level, würde ich behaupten. Yeah. Oh, die Straße hat sich geändert. Ach, nur kurz, das war gerade mal nur ein kleines Highlight. Habe ich das Durchhaltevermögen, diese Strecke bis zum Ende zu fahren? Habe ich sie oder habe ich es nicht? Who knows? Who knows? So. Schön streichen mitgefahren, ne? Ich bin ein Geisterfahrer spielen. Uey, ich bin voll gefährlich. Ich bin voll der Gangster. Ich fahre auf einer leeren Straße auf der falschen Seite. Boah, bin ich böse. So schnell keiner nach. Die drei Streifen, was davon ist die Mitte? Hat diese Strecke überhaupt ein Ende oder fahre ich jetzt für die nächsten 5 Stunden geradeaus? Auch eigentlich hingehen, sich ein Gewicht auf die Taste legen und einfach nur noch chillen. Nee, das ist zu leicht. Was habe ich denn hier, was ich da drauflegen könnte? Nutella-Glas ist zu groß. Irgendwas kleines Schweres. Hat der Vortex nicht? Packung Milch? Nö. Müsli? Nö. Was finde ich noch so? Hintermolepgucken, Papier. Ich könnte einen Monitor draufstellen, wenn es geht, ne? So, British Ding, TFT oben drauf. Why not? Oh, eine Pfanne habe ich auch noch im Regal. Ja. Ich laber gerade sehr viel Blödsinn, ich gebe zu. Vielleicht habe ich irgendwo noch eine Ming-Vase, ja, weiß ich, habe ganz viele Ming-Vasen bei mir hier in meinem Räumchen. Oh, eine Tasche. Schaffe ich mir jetzt ein Türmchen zu bauen aus diesen Dingen hier? Und der Tasse. Ein bisschen ausbalancieren. Ja, komm schon. Nee, ich umfall. Bist du böse? Böse. Nein. Stehen bleiben. So rum vielleicht? Ha, perfekt. So. Und zurücklehnen und dabei zugucken, wie ich gegen die Wand fahre. Ein bisschen korrigieren wir das Ganze mal. Ich hoffe nur, dass die Tasse da jetzt nicht gleich von meinem USB-Stick runterfällt. Ja, ich habe gerade einen USB-Stick, zumindest die Hülle davon, und eine große Porzellantasche gestapelt auf der Pfeil nach vorne Taste. Wollt ihr ein Bild davon sehen, mache ich gerne alles mit dem Handy. Das ist eigentlich so ein Gag. Den Feeling findet ihr in der Beschreibung zu dem Bild. Ja, mach das Handy mal auf, ne? Machen wir hier so, oh, wir fahren leicht schräg, so. Kamera und so. Der ultimative Beweis. Na. So, Link in der Beschreibung. Wahrscheinlich irgendwo auf Imager oder so hochgeladen. Hat mir gerade so einfällt zu dem Zeitpunkt. Ah! Wir können immer noch nicht springen. Einfach nur geradeaus fahren. Rom, rom, rom. Ja, gut, ich glaube, das wird nicht spannender und. Oh.
Soll ich die Tasse auch wieder runternehmen, wenn ich ins Menü gehe? Wo, mein Menü, okay. Diese Strecke hat kein Ende, oder zumindest keins, was ich sehen könnte. Vielleicht ist hier im Level Editor wie geladen, so. Jo, was war denn noch so? Stunt. Official Level Stunt Playground. Mal schauen, was uns da erwartet. Okay, super Start. Und das Auto verbeult. Und ich sowieso so skatermäßig sowieso. Okay. Oh. Haha. Wuhu. Jetzt habe ich ein Auto auf den Kopf gelegt. Auch cool. Okay, können wir einfach nur so ein paar Stunts machen. Way. Und ein bisschen mit dem Düsen spielen. Way, 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 way. Und unser Auto verbeulen. Backflip. Na gut, das mit dem auf dem Reifen wieder aufkommen, das muss ich ehrlich gesagt noch ein bisschen üben. Simuliere ich mein Auto eigentlich nur. Oh geil, was ist das denn? Yay! Ups. Oh oh, oh oh, nein, dann geht's ja runter. Warte mal, war das der Death Zone an der Wand? Auch nicht schlecht. Kaputt gemacht. Ja, fast. So, und hier will ich jetzt mal hier oben drauf. So. Leck habe ich auch gerade. Ah, perfekt gelandet. Mein Kürbis. Ups. Ja gut. Perfekt zum Scheiße bauen. Dusch. Hat sich leider wieder richtig gedreht, das Auto. Böses Auto. Wallride. Gott, habe ich das demoliert, das arme Ding. Oh, da geht's überall runter. Oh, was ist da hinten? Oh nein! So, wo waren wir? Da wollen wir. Ups. Nope. Gut, packen wir kurz zwischen. Warten, bis unser Saft wieder voll ist. Und machen dann mal kurz wieder Abstriche nach hier oben. So. Und hier nur gucken, was da hinten ist. Oh, das sieht nice aus. Einmal die Wand hoch. Und aus dem Display raus. Ah, ich habe die Reifen aufgekommen, aber auch nicht kaputt gegangen. Perfekt. Oh, was haben wir denn hier noch Schönes? Loopings. Perfekt. Ach, ja, das ist ja gar nicht die Handbremse. Ich will das gewohnt von anderen Spielen, das lernt, dass er die Handbremse ist. Oh. 15.000 EV, was auch immer EV ist. So.
Dich. Dong, perfekt gelandet. So geht das. Okay, gut. Challenge. Das war auf jeden Fall Stunt. Guck mal, was wir noch so für Stunt-Strecken haben. Sehr interessant auf jeden Fall anzuschauen. Tragistic. Oh, okay. Ah, probieren wir es nochmal, ohne dass wir fliegen. Unser Auto zu schrotten. Wie ich auch immer, ich nicht fliegen kann. Bin stolz auf mich. So. Soll ich eigentlich hin? Ein Warp-Tor. Nee. Ist überhaupt sowas wie ein Ziel? Außer dass ich mich gerade kaputt gemacht habe. Watching with. Huh. Hm. Security. Security, kann mich mal. Ups. Dich. Der ist doch an der Wand, gibt's auf jeden Fall. Gibt's auch eine unten? Ups. Da geht's auf jeden Fall erstmal so runter. Ich wollte nicht da gegen die Wand schon wieder fallen. Wollte eigentlich nur gekonnt runterfallen. Oh, das ist eine fucking Kugel. Ja, die habe ich schon mal gesehen, diese Deathstone-Kugel im Editor. Jetzt sagt sie mir was, ja. So, okay, Sandstrecken. Was haben wir denn noch so? Main-Menü. Space Gate, Reflection, Credits. Nochmal, okay. Challenge. Ach, Challenge hatten wir ja schon. Speed and Style. Broken Symmetry, das ist ja eins von den normalen. Ich habe gerade nicht lesen können, was wir eigentlich machen müssen. Ich fahre einfach. Wahrscheinlich mit möglichst vielen EV und Dings ins Ziel. Möglichst schnell. Irgendwie kurz so einen Stunt dazwischen setzen. Auto dabei nicht schrotten. Restart. Probier's jetzt einfach mal. Oh geil, wir haben wieder den interessanten Grafik-Bug. Anscheinend mit Reflexion, was auch immer er da verkackt. So, wir waren neu. Das hatte ich auch vorher noch nicht. Muss vielleicht in den letzten Patch irgendwie reingekommen sein, das Problemchen. Tut mir leid, dass er so grausig gerade aussieht. Auch wenn es irgendwie witzig ist, aber die Reflexion, die verkackt er ja gerade überall. Ich würde sagen, die Environment Map ist kaputt. Zu wenig Grafikspeicher kann er sich eigentlich nicht beschweren bei 2 GB und 4 GB RAM. Das wird es ja wohl nicht sein. Ah, hätte ich oben lang gekonnt. Interessant. Mich jetzt gerade interessiert ist eigentlich an der ganzen Sache. Was erkennen wir überhaupt da? Ha. Huh. Ist hier auch die Kamera zu drehen?
Gute Frage. Auf jeden Fall ziemlich buntig. Ich ist meine Grafikkarte immer zu warm geworden, dass jetzt den letzten Hauch ausraucht. Das wäre ein bisschen kacke. Zieht euch das mal rein, das ist ja grausig, das kann ich gerne angucke. Wow. Also entweder ist es einfach nur zu Halloween, Leute zu verarschen, oder ist es unabsichtlich. Das beide ist ziemlich uncool wäre. Wobei ich mit Halloween-Chats noch leben könnte. Das gerade doch dezent beunruhigt. Sehr merkwürdig, sehr merkwürdig. Was sind die Reflexionen, die anscheinend so eine Scheiße macht gerade? Komm, jetzt nicht mit DirectX neu installieren bei Linux, Leute, dann, dann hackt's aber, du, Leute. Okay, gut. Ich weiß nicht, was es ist, aber gut. Damit haben wir das auch nochmal durch. Speed Installer wahrscheinlich so schnell wie möglich durchzukommen und mit möglichst vielen Evasion-Punkten oder wie auch immer. Dementsprechend glaube ich, habe ich jetzt hier Sprint ist natürlich klar, Survive the Tracks and Race to the End as Fast as You Can. Ist natürlich klar, was das ist. Speed Installer, combine Fast Driving with the Land Landing Tricks to earn the best time. Challenge, no resetting, no checkpoints, only raw challenge on short tracks. Stunt. Burst out crazy tricks and get the most points to beat out the competition. On track Mogrify, enter a phrase and randomly generate an entire level. How creative can you get? Ja gut. Damit sind wir die ganzen kurzen Arcade-Dinger noch durchgegangen. Den Level-Editor werde ich in einer separaten Sache dann vielleicht mal noch vorstellen. Und dementsprechend sage ich einfach auf Wiedersehen und ich hoffe, es hat euch gefallen. Mal wieder. Auch wenn ich diesmal einfach nur mehr Blödsinn gemacht habe, was einfach sinnvoll ist. Dementsprechend auf Wiedersehen und jetzt sehen wir uns in einem anderen Video wieder. Euer Vortex.